Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Oh, hier ist ein Kaninchen. Okay, die kannte ich jetzt auch noch nicht. Brauch Löwenzahn, um sie zu zähmen. Siehst du das? Das weiß ich. Weil ich wundere mich die ganze Zeit, was ich denn brauche, weil die Schweine mir nicht hinterherrennen. Karotten. Früher hast du die auch mit Weizen, als es noch keine Karotten gab. Ach so, das geht gar nicht mehr. Nee. Also hinten an der Wüste, da sind zwei Kaninchen, aber da brauchst du auch... Was fressen die denn? Also entweder Löwenzahn oder es gab noch irgendwas. Was fressen Kaninchen denn so? Ja, Löwenzahn, auch Karotten nehme ich an. Das könnte auch sein, dass es um Karotten auch geht, ja. Das ist ja eigentlich so der absolute Klassiker. Gut, Karotten gibt es auch noch nicht so lange. Also auch erst seit 5-6 Jahren oder so. Also. Ja, genau. Ja, man muss sich das ja mal vor Augen halten, wie lange es Minecraft überhaupt schon gibt. Ja, also ich glaube Also wir haben 2011 angefangen. Ich glaube, seit 2010 gibt es es. Bei den ersten Versionen. Wo die ersten waren ja wirklich... Also ich hatte es mir vorher schon mal angeguckt. Relativ früh. Aber ich konnte nicht so viel mit anfangen, denn das war noch die Version... Also ich habe mir die kostenlose Version angeguckt damals und das war eine ganz frühe nicht Survival-Version, sondern das andere. Ich glaube, wir sollten mal schlafen. Ja. Und die Nacht skippen und den Regen. Und Michael, hier ist ein Schild. Danke. Da am Ofen. Super. Da. Lukas, wir warten. Bin auf dem Weg. Okay. Dann können wir wieder rausgehen. Ah, wir haben eine weitere Truhe. Ist die für wertvolle Gegenstände? Ja, und wir bräuchten mal was zu essen. In wertvolle Gegenstände würde ich Äpfel mit reinpacken. Weil wir die brauchen für goldene Äpfel. Richtig. Ja, sehr gut. Gut, wir haben noch nicht genügend für... Du hast gerade das Holz genommen. Möchtest du ein paar Truhen bauen? Ich wollte mir eigentlich ein Eisenschwert machen. Okay. So, jetzt könnte ich entweder weiter unten nach Rohstoffen suchen oder mal gucken, ob ich ein Dorf finde. Ja, weil in einem Dorf, da findet man ja mitunter dann auch mal so Sachen wie Karotten oder sowas. Oder andere interessante Dinge. Soll ich mal ein wenig erkunden gehen? Ja, mach das doch. Ja, kannst gerne. Ich frag mich gerade, ob wir das zusammen machen sollen. Dass wir entweder in verschiedene Richtungen gehen oder in dieselbe. Aber geh doch ruhig einfach mal los. Michi ist, glaube ich, noch mit den Bäumen beschäftigt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und wir haben immer noch kein Tier in unserem Stall, der mittlerweile wenigstens existiert. Ja, also hier hinten sind Schweine, aber um die zu locken, brauchst du halt Karotten. Ich würde mal gucken, ob ich irgendwo Karotten finde. Da sind noch mehr Pferde. Genau, bring mal alles mit, was du so findest, was man nutzen könnte. Ja. Es sei denn, du sagst, irgendein Tier ist nicht nützlich, dass wir es überhaupt nicht brauchen, dann braucht man natürlich auch nicht... Ja. Ah, hier ist Löwenzahn. Das ist sehr gut. Dann kann ich mal Kaninchen holen. So, das sieht doch schon besser aus hier. Folgen mir gleich zwei Schafe und die kriegen gleich was zu essen. Und wenn ich Glück habe... So, da ist ein Kaninchen und da ist das andere. So, kommst du? Hoppeldihopp, hoppeldihopp. Dann die kommt Hühnchen ein Baby. Und die Blümchen. Ja, schön. Jetzt haben wir ein kleines Schaf und zwei große Schafe. Bleib stehen, ich will dir Löwenzahn geben. Nimm den Löwenzahn! Jetzt mag es mich. Herzchen. Okay. Folgt es dir jetzt? Jetzt kann ich, wenn ich es richtig im Kopf habe... Halt. Jetzt springt es wieder weg.
Man kann zwei Truhen übereinander bauen, habe ich das richtig im Kopf? Ja, das hat sich auch wieder geändert. Nee, also ja, kannst du, aber du kannst da nicht mehr aufmachen. Ah, das geht nicht mehr. Das ging das mal, gell? Das müsste gehen, mal, ja. Versuch's mal. Ich meine, das hat sich nämlich alles geändert mit diesen Truhen. Es gab mal eine Zeit, da konntest du Truhen auch nicht nebeneinander setzen. Das geht, glaube ich, immer noch nicht. Das geht, ich dachte, das geht jetzt mit einem der neuesten Updates, dass du nicht mehr diese Redstone-Truhe brauchst. Weil sonst war es so, da hast du quasi eine normale Truhe nehmen können und eine Redstone-Truhe und die hast du nebeneinander setzen können. Ich bin mir nicht sicher, ob der Name richtig ist. Vielleicht hat die nochmal diese Trap-Truhe. Ach, die Fallentruhe. Ja. Also man kann immer noch zwei übereinander machen. Das ist natürlich praktisch, weil es Platz spart. Und versuch mal, die hintereinander zu machen, ob das auch geht. Okay. Quasi ohne Abstand direkt hintereinander. Ich habe Akazien gefunden. Versuch mal, einen Setzling mitzunehmen. Nur Akazien, oder? Ja, Akazien. Da. Dann muss ich das mit den Kaninchen nochmal gucken. Also hintereinander geht auch. Was auch praktisch ist. Jetzt mal versuchen, mal ein bisschen aufzuräumen. Ja, und dann sollten wir uns auch mal überlegen, ob wir da unten bleiben wollen oder ob wir doch irgendwie eine größere Basis bauen wollen. Irgendwas Schönes oder so. Mhm. Ich hätte Ideen, aber dafür brauche ich auch Baumstämme. Ja, also 50 Stück habe ich jetzt hier unten. Und okay. 28 Bretter. Noch hier eine Werkbank machen. Was kann man denn am besten für Tierfarmen bauen? Ich weiß nicht, ob sich Schweine anbieten. Also Schweine, ja. Schweine, Schafe, Kühe. Nee, also für Schafen kriegt man ja Schweinefleisch, ne? Ja, genau. Von Schafen kriegt man Schweinefleisch. Genauso funktioniert das, Lukas. Ja, nee, Hammelfleisch war's, oder? Ja. Und bei den Schweinen gibt es dann das Schweinefleisch. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, wie das aussieht, wenn man jetzt ein Schaf schlachtet, ob man weniger Fleisch kriegt, weil das Schaf ja auch noch Wolle fallen lässt. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Kühe lassen ja auch noch Leder fallen zum Beispiel. So, ich esse jetzt Schweinefleisch. Sogar am Mittag. Genau. Kennst du das, Lukas? Nee, das sagt mir gerade nichts. Zurück in die Zukunft. Teil 2. Das sagt mir schon was. Das Café der 80er Jahre. Genau. Mit Max Headroom als Bedienung sozusagen. Oder allerdings mit Ronald Reagan als Max Headroom. Ja, irgendwie sowas. So, jetzt habe ich mich nur total verlaufen, aber das, ja. Ich habe mich von den Kaninchen ablenken lassen. Tja, was tun wir jetzt? Ja, ich gehe mal irgendwo auf den Berg. In welche Richtung bist du denn gelaufen? Richtung wenn man zur Haustür rausgeht, rechts. Ja. Irgendwo, da so. Aber ich nehme mal ein bisschen Akazien. Also du bist in diesem Sumpfgebiet gewesen? Ja, und da bin ich durch, glaube ich. Also vielleicht erzähle ich jetzt auch totalen Unsinn. Geh mal hier den Berg rauf. Wie lockt man denn Schweine an? Mit Karotten. Ach, das war das. Ich glaube, das hattest du schon gesagt. Das, ja. So, hier ist so ein Berg. Lauter Akazien drauf. Dann gucken wir nochmal. Da sind auch Mohn. Oh. Aus dem man hier nur rote Farbe gewinnen kann. Ich sehe dich. Du springst auf einen Berg. Ja. Siehst du mich auch?
Wenn du quasi direkt vom Berg weggucken würdest und dann weiter nach links gucken würdest. Also nicht in Richtung Mesa-Gebiet, sondern weiter links. Ja, ich sehe dich nicht. Gut, ich laufe auf dich zu. Ach, da hinten, okay, ja. Ja, also wenn du einfach in die Richtung weiterläufst, dann läufst du wieder zurück. Dann hab ich verstanden. So, da unten sind Kühe. Ah, die Setzlinge, die kann man jetzt hier direkt an den Baumstamm dran setzen und dann wird der breiter, richtig? Ja. Also. Okay. Das funktioniert, glaube ich, nicht bei allen Bäumen, aber bei manchen. Ja. Und bei denen, wo es funktioniert, da lohnt sich's. Ah, ich habe ein Dorf gefunden. Hinter dem. Ich gehe da mal hin. Also ich habe mir sagen lassen, die Dorfbewohner sind sehr wichtig, wenn man dann hinterher handeln will. Ja, ich habe das allerdings noch nie selbst wirklich gemacht. Noch nie gehandelt mit denen? Also schon mal, aber nicht wirklich viel. Mal einmal irgendwas gegeben und dann kam irgendwas da raus, aber... Ich kann ja mal gucken, was da so gibt hier. Und deswegen... Hier eine Kirche. Sind die schützenswert. Ja. In welche Richtung seid ihr denn gelaufen? Also ich bin hinter dem Berg, den du gesehen hast, Lukas. Und da ist das Dorf. Oh, ich habe hier ein schwarzes Kaninchen. Das sieht ja cool aus. Ja, sehr jegliche Fragen sind ignoriert. Ich habe ein schwarzes Kaninchen gesehen. Genau. Wenn du aus unserem Untergrundschacht rausgehst und geradeaus und dann dich rechts hältst, so 40 Grad, 45 Grad. Ich glaube, ich sehe dich. Ich habe Karotten gefunden. Sehr gut. Und das ist auch Karotte. Okay. Kümmerst du dich dann um die Schweine? Ja, und ich habe auch Kartoffeln gefunden. Schnell mal die Dorfbewohner. Stehen daneben und... Mir fällt gerade was ein. Lass uns mal Schweine schlachten. Dann Burger machen, oder? Achso, wir haben ja gar keinen Ofen dabei. Und es wird gleich wieder Nacht. Wollen wir einfach schnell zu dir laufen, Michi? Sollen wir schnell zum Dennis laufen? Und ja. Ist das überhaupt kann nicht wahrscheinlich. Ich dachte, wir könnten uns in dem Dorf vielleicht mit verstecken. Irgendwie? Rennen sie weg? Michi, wo bist du? Wo bist du? Irgendwie? Ja, neben dir. Ah, du bist weiter. Ja, musste man... Muss mir denn jetzt was... Ja, ich kann nicht rennen, weil ich Hunger habe. Ah, okay, dann laufe ich mit dir normal. Nee, du kannst ruhig vorlaufen, das ist gar kein Problem. Das hier hinter dem Berg, das Dorf. Genau, hinter dem großen Berg, meinte Dennis. Also zumindest ist er auf dem Berg rumgesprungen. Ja, oder vielleicht wollen sie nicht handeln, weil es dunkel ist? Merkwürdig. Ah. Hier ist der Brunnen. Was, Dennis, du hattest das Hammelfleisch kommentiert, dass das was Seltenes wäre. Nee, dass es was Neues ist. Ah, okay, also ich kann es ganz normal essen. Ja. Gut, dann habe ich gleich vielleicht keinen Hunger mehr. Rechts oder links neben dem Berg vorbei? Hinterm Berg einfach. Oh, hier darfst du nicht hin? Na, ich sag's noch und fall runter. Okay, jetzt habe ich also auch hier Hunger. Hier ist irgendeine Tunnelöffnung. So, jetzt bin ich hinter den Berg gegangen und sehe schon den ersten Zombie. Rote Beete sind auch relativ neu. Und rote Beete-Samen. Oh, ein Baby-Zombie. Den gab es früher auch noch nicht. Ja, die sind gemein. Ja, vor allen Dingen, wenn dein Schwert gerade kaputt geht. Da. Ein bisschen. Also hier sind viele Kühe. Ja, ich suche gerade... Oh, da ist ein Creeper. Da ist eine Tür auf und zu hier. Hast du das Problem gerade erledigt? Welches Problem? Welches Problem? Ja, das mit dem Zombie. Ja. Ich hatte mich hier so schön eingemauert. Ich hatte ein Schwert dabei, aber das andere ist gerade kaputt gegangen. Das war ein bisschen doof. Ich hab noch ein Steinschwert für dich. Nee, ich hatte ein Eisenschwert. Der Zombie hat eine Schaufel in der Hand. Bei dem
kommt die denn her? Oh, ich bin was kaputt. Brauchst du Hilfe? Bewohner. Ja, ich renne gerade. Da versucht einer aus der Tür rauszukommen, aber es geht nicht, weil vor der Tür ein Sandstein ist. Dann nehmen wir den doch mal weg. So, jetzt ist er draußen. Na, wo bist du denn? Ich renne gerade auf diese, auf das Dorf zu. Das ist so ein Sanddorf, oder? Ja. Kann Michael, das nicht bist du sehen. Noch in meiner Nähe? Nein, ich war noch da, wo du vorher warst. Dann lauf also mal weiter am Berg entlang und hinter dem Berg dann rechts. Because back to where we're supposed to be, Mr. Zulu. Walk back to walk. Jetzt werde ich gerade angegriffen. Oh. Die schießen schon sehr stark. Ja, das Skelett. Die ne? Skelette, ja. Mhm. Und zwar trotz Schild. Ah, mit dem Geistlichen kann ich handeln. So gut wie tot. Jetzt bin ich tot. Ja, jetzt, okay. Okay, hast du was Wertvolles dabei gehabt? Ja. Fleisch, Felle, solche Sachen. Jede Menge eigentlich. Also ich bin hier gerade mit dem Geistlichen am Handeln. Der für 37 verrottetes Fleisch gibt er 1 Smaragd oder für 8 Goldbarren 1 Smaragd. Das klingt ja gut. So, und da sind allerdings, da ist hinter dem Geistlichen ist noch einer, aber die wollen nicht handeln. Vielleicht will nicht jeder handeln. Ja, Michael, kriegst du das hin, da wieder das Zeug zu holen oder brauchst du Hilfe? Oder? Ich muss mir jetzt erstmal wieder Werkzeug machen. Ich habe jetzt festgestellt, dass gar kein Eisen mehr da ist und ich aber eigentlich wieder ein Eisenschwert gerne hätte. Ich meine, ich kann natürlich auch einen Stein... Denk dran, dass dein Zeug sonst nicht spawnt. Ach so, ja, ja gut. Dann ja. Komm ich. Lest ihr diese schöne Meldung unten? Ja, links? Lukas wurde ja auch erschossen. Ich sehe das schon. Selbe Position. Wir kommen dann zusammen, würde ich sagen. Und ich habe einen Wüstentempel, glaube ich, gefunden da hinten. Da können wir dann zusammen hingehen. Der ist in der Nähe von dem Dorf. Aber erstmal müssen wir mal die Nacht überleben. Ja. Michi, hast du schon ein Eisenschwert? Nein. Möchtest du eins? Ja. Ah, der Schäfer tauscht Wolle gegen Smaragde und 4 Smaragde gegen eine Schere. Danke. Aber es offensichtlich handeln nicht alle Dorfbewohner. Das ist auch neu. Früher haben alle gehandelt. Ich glaube, es gibt jetzt verschiedene Kategorien. Ne? Es gibt die gab es auch vorher schon. Oh, ey, Spinnen, Creeper. So, wo muss ich denn jetzt? Jetzt habe ich jetzt die ganze Richtung verloren. Wo muss ich denn hin? Wo kam ich denn her? Ah. Ach stimmt, na, hier ist was los, ha? Laufen diese Baby-Zombies eigentlich schneller als wir? Ja. Ah. Erklärt so manches. Oh, ein Creeper. Ja, den muss ich ja, das ist natürlich super, wenn dein Schwert immer laden muss nach jedem Schlag. Ich bin jetzt mal an einem Creeper vorbeigelaufen und hoffe, dass der die Baby-Zombies aufhält zumindest. Mist. Ah! Muss uns das Sorgen machen? Es ist nur ein Creeper neben mir explodiert und ich habe kaum noch Trefferpunkte, aber ich habe ja Karotten dabei. Dann esse ich mal Karotten. Ah, jetzt haben wir hier aber eine große Creeper-Dichte. Bist du noch hinter mir, Michael? Ja, jetzt wieder. So, und wie geht's euch so? Ja. Wir nehmen gerade die Beine in die Hand. Nein, ich meine die beiden hier bei mir. Ach so. Aber sie sagen nur Also ich habe meine Sachen alle eingesammelt. Ich weiß jetzt nicht, wo du ist ja immer noch Nacht. Wo dir gerade ein Unglück geschehen ist. War das auch hier? Nee, es war auf der anderen Seite vom Berg. Ich muss mal gucken, ob wir das noch finden. Draußen grunzen die Zombies, dann guckst genau du auf den Fenster, wo die ganzen vielen Zombies sind. Ein Creeper, na toll. Dann lauf du mal vor und ich folge dir unauffällig. Ja. Mit meinem Schwert in der Hand. Uah. Oh, das ist doch schön. Der Creeper, der darf ruhig. Da noch hier rüber. Kommt echt hier rüber.
Also das Dorf sehe ich jetzt, aber irgendwie sehe ich meine Sachen nicht, die ich verloren habe. Ich dachte, ich wäre hier gewesen. Ist doch ein Wüstenzombie. Jetzt laufe ich hier rum mit Hunger und lauter Creeper um mich rum. Wie eine Hexe. Ja, ich glaube, es ist anstrengend, das Schwert zu schwingen und hier die ganze Zeit Zombies anzugreifen. Vielleicht laufen wir einfach auch mal da hin, wo der Dennis ist. Ja, hier ist aber eine ganze Armee. Ist ja nicht mehr los. Fast wieder tot. Oh, da ist so ein Hexer oder wie heißt das? Eine Hexe. Eine Hexe? Ja, die sind auch Feinde. Ich sehe euer Nameplate. Ja, die Hexen sind sehr gefährlich. Ja. Ah, und da läuft der Michael. Und dann läuft direkt ein Zombie vorbei. Genau. Und warum ist der Villager hier draußen und nicht... Weil das ein Zombie ist. Das war der Creeper. So, Moment, ich, au.